Moin liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge LS19, Micha. Jetzt zeigen wir die Sonne langsam auf 5.33 Uhr haben wir jetzt. Sonnenaufgang und es ist ein bisschen was Arbeit. Ja, ein paar Ballen aufzustarten, eigentlich nicht so viele wollen. Die heim müssen. Träger muss noch in die Werkstatt mal wieder, müssen nachher mal Öl wechseln, Öl nachgucken. Theoretisch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir es heute noch machen, das Öl nachgucken. Denn wann? Wäre die Frage, wann wollen wir das machen? Man kann eigentlich auch anders arbeiten. Entziehen. Na ja, gut, ich sage jetzt, ich muss den Zecken wegmachen. So, jetzt kann ich. Nein. Jetzt kann ich den hinsetzen. So. Gut, dann. So fand ich wollen. Mehr zinken. So attach notfalls nochmal. Sagen wir setzen jetzt hier vorne vor ab und tun ihn dann gleich mit der Gabel so packen und draufsetzen. Das heißt, wir schieben die jetzt so zusammen. Ganz vorsichtig. Ja, zusammenschieben, genau. Dranne. Runter. Nicht zwei Ballen so drauflegen, eigentlich müsste es passen. Ich müsste zwei Ballen locker so drauf gehen. So, gucken wir mal. Wie das aussieht. Ja, das kann man so machen. So. Wie sieht's aus? 1,55er Ballen. Ja. Gut. Sehr breit, aber wir werden jetzt hier mal gucken. Gut drum. Wird funktionieren. Da drum sich jetzt halt was nicht runterschmeißen. Und uns die nächsten zwei Ballen. Die Grasballen holen wir nachher beim Frontlader heim. Und dann haben wir jetzt hier schon mal weg, die ganzen Ballen. Dann könnte hier eigentlich schon Mist drauf auf das Feld. Eigentlich sogar Mist drauf fahren. Unter Grube an dem Mist. Ich würde hier gerne den Mist drauf haben für den Acker schon mal. Aber ganz ehrlich, Leute, was gemacht ist, ist gemacht. Und ich weiß nicht, wie es mit dem Wetter werden soll. Dann hätten wir den Mist schon mal eingearbeitet und das wäre fertig. Ah, so ist das doch perfekt, ey. So. Mal so sind die Ballen perfekt gestartet geladen. Kann ich mal hinten so dran? Ne? Ja, wenn ihr fragt, warum ich mit Lenkrad fahre, ich habe keinen Bock mehr zu lenken. Ich saß heute eigentlich schon auf dem Trigger, gestern saß ich lange auf dem Trigger. Und ja, ich möchte nicht mehr allzu viel Lust jetzt noch zu lenken. Noch gelenkt habe in den letzten Tage. Dann bin ich heute mal ganz angenehm, mit Tastatur zu zocken. Ja. So, ich würde sagen, machen wir Musik mal an. Ich zoome mal gerade meinen Radiosender raus. Bamba, wo ist er denn hier? Welche nehmen wir denn heute? Wir hören heute. Ich würde sagen, Micha am FM. So, mich am FM. Könnte es lauter sein? So. Gut. Mich am FM läuft, würde ich mal sagen. Zeig wieder dran.
dass wir den mal hier wegfallen, runterholen und dann was zum Schluss. So, geht ab. Berg hier hochdrücken. Klappen. Ich weiß jetzt nicht 100% realistisch, aber es ist halt alles. Warum? Ganz gerade drauf, die beiden müssen gleich tief ankommen. Ich bin jetzt gespannt, 3 Meter breit haben wir hinten drauf. Vielleicht sollten wir so, diese beiden so nicht unbedingt stapeln. Die 1,50 pressen. 20er kann man auch so starten, ich denke es schon bei mir 50er anders. Und nächstes Mal haben wir eh den neuen Hänger dann hoffentlich. Den Wellengang und den Wellengang, ich denke das war. Ich kann immer das Beingang noch behalten sogar. Mehr Sinn hinter. Absetzen. Also, vorsetzen, dass ich nicht drauf sitze. Ja, ach, um den Ball noch holen, haben wir alle weg. Ach, vorhin haben wir gepresst hier. Stück und alle 8 Beine weg. Gut, dann können wir eigentlich sogar noch Mist fahren, würde ich sagen, gleich direkt. Wir sind eh noch nicht weit, noch nicht trocken. Das Gras fürs Heu. Von daher haben wir noch Zeit. Die Felder sind die schon reif. Weil andere Leute haben mich schon zu trechen. Ja, eine Person. Wir sind zu früh zum Ernten, da können wir eigentlich Mist fahren. Und vom Körper. Fitheitszustand fliegt mir noch so, als könnte ich das noch machen heute. Absetzen. Zurückfahren. Nee. Oh, hat gleich noch einen Lamelli-Ball nachher morgen ab oder so. Ich werde jetzt nachher einen Hallen. Obwohl, ich immer noch so abfahren. Kreide. So. Gut. Was gemacht? Festig überall. Okay, so kann man auch fahren, denke ich mal. Und hier kann man weg, hier müssen wir den Westrum. Rechts ist frei, links ist frei, gut, mal raus. Blick, Spiegel, Spiegel frei. Ich bin ein bisschen übrigens, weil ich jetzt die kommende Woche meine Fahrschul-Theorie-Teile habe. Und in ein paar Wochen die Prüfung hoffentlich. Und dann noch die Praxis ganz schnell machen kann natürlich. Und dann Führerschein dazu. Das ist dann sehr cool. Mal gucken, wie schnell die Klasse, wie schnell die ganze Sache statt geht. Nehmen wir ab die Gabel. Ich weiß nicht, ob ich
Bett ab. Ah. Dann später, dass wir uns wegfahren noch. Kannst du Wecker holen? So, bis dann, bis gleich, Leute. Da kommen wir noch, ich spring gerade rum. Ein bisschen Zeit abziehen, immer wieder. Hola, Good Vibes. Ich liebe die Musik, den Rhythmus, die Bewegung. Licht an. Der neue Seat Leon Sports Tourer. Ab 179 Euro im Monat leasen, ohne Anzahlung. Und ich kann mich frei bewegen. Der neue Seat Leon Sports Tourer. Mit viel Raum für gute Vibes. Mehr Infos auf seat.de. Danke, dass du mit Spotify Musik hörst. Im Ernst. Du könntest genauso gut Radio hören oder Schallplatten oder Kassetten oder auch ein Tonband, falls du weißt, wie so etwas überhaupt aussieht. Aber du hast dich ganz klar für Spotify entschieden. Dafür möchten wir Danke sagen. Und du kannst noch hunderte weitere Playlists hören. Den haben wir auch Leuchte an. Das wird mir vielleicht sogar kaufen. Ich hab mich jetzt GPS. Reicht ja eigentlich nicht. Das nicht. Ja, also erstmal reicht, klar. Wenn man Kobold das was kaufen soll, dann wird es irgendwann auch wieder grenzwertig, aber für die Maschine, die ich habe, reicht's. Und dann haben sie Kobold jetzt auch noch reichen. Und von daher habe ich keine Bedenken. Ich werde unbedingt mal einen Anhänger knacken, den Ball nichts anders stoppen. Koppeln. Da steht nicht aus. Schon mal aus. Aus, dankeschön. Hier mal anhängen. Träger ist ja schnell voll der Hänger. So. Dann können wir auch ein bisschen zurück zu sein. Ja, so, ich das Ganze in die Hand. So, wie gesagt, passt. Okay. Stehen wir? Wir sind gedrückt. Ah, noch Meter, noch zwei Meter mal. So passt das, ich fange mal so, fang dich mal an. Fang mal auf, wenn ich Stand vom Mist. Also Geruch vom Mist, dass man das vom Mist riechen könnte. So, dann haben wir mal eben auf. Ist das so schwer? Ist das schon hecklich denn dran? Wir sehen uns, wenn der Hänger voll ist. So, Leute. Der Hänger ist voll. Ich bin auf dem Weg zum Feld. Wir müssen Zeit. Ja, das Druck geht nicht unbedingt, aber haben einiges noch vor heute. Wir müssen noch ein bisschen ranhalten.
Zeit zum Labern verschwenden. Ah ja. So, gut, dann. Mach das Ding mal auf. Haben wir eigentlich an dem Gerät? Ich hab die Taste. Neun Meter. Das heißt. Mit der Seite machen wir noch plus 2 Zentimeter hinzu und machen den Versatz weg. Gut, dann sagen wir. A-Punkt setzen Richtung plus 90. Yes. A-Punkt setzen 90 Grad Richtung setzen. Müssen wir mal tanken fahren, wir sind gerade auf 19 Liter. Huhuhuhu, wir müssen tanken. Seid ihr auf einer Geschäftsstelle tanken, würde ich sagen. Ein Hänger leer ist. So viel. Kann ich aber noch schaffen eigentlich. Also, wenn wir gar nicht tanken, haben wir verkackt. Träg ich, glaube ich, nicht nach Hause. Muss krasser trocken werden, da drüben will heute noch pressen. Da wäre es hier nur. Wie soll es wieder noch werden jetzt hier? Wetter. Heute noch trocken, morgen noch trocken, also ja, wenn es eine Glück mit morgen einfach mal. Dienstag dann aber. Es wird kälter. Also wir müssen uns auf jeden Fall mal dran halten, dass wir die Felder wieder gerne bestellt bekommen, vor allem. Dass wir auch keimen können. Es ist zumindest sehr wichtig, dass sie keimen, denn. Wenn wir keimen, dann weg so schnell. Dann haben wir das. 10 Keimen haben. Dann wird es drin gestreut. Das ist gerne ein bisschen dicker. Wir haben noch genug Felder, wo wir es drauf kann, so ist es nicht. So ist es auch nicht. Außensteuer rum. Komm mal. Ich denke mal, wir könnten aus dem Mist fertig bekommen mit dem Streuer, also mit dem Tankfüllung. Aber ich will nichts riskieren, dann ist das halt. Dann stehst du wieder irgendwo und. Leer. Zug. Problem schnell tanken.
hier vor, ja. Komm, gib Gummi. Ich will raus. Oh, die Bäume, ey. Cool, wenn wir hier lange Wiese hoch zu haben, das war noch was. Eine Wiese hier hoch. Der Acker hier. Guck mal, soll man hier mal nichts kaufen können noch. Wir wollten tanken. Komm. Wir wollten tanken fahren. Ganz vergessen gerade, ey, Alter. Ne? Nee. Die Musik ist laut, glaube ich. Das ist ein lautes Lied. So. Rechts fahren. Mach doch, Kollege. Ey! Bist du denn? Ist der Typ denn des Wahnsinns? Hallo? Entschuldigung. Aber sie haben mir gerade einen Verkehrsunfall verursacht. Leute. Kotzt mich schon wieder an. Weil die blöden Bordsteine da so scheiße sind. Jetzt mal retten. Ganz so leid, aber es muss einfach sein. Ja, genau so sieht es natürlich scheiße, kann ich nicht aufrichten. Ich finde, es geht gerade anders, tut mir leid. Good Vibes. Ich liebe die Musik, den Rhythmus, die Bewegung. Der neue Seat Leon Sports Tourer. Ab 179 Euro im Monat leasen, ohne Anzahlung. Und ich kann mich frei bewegen. Der neue Seat Leon Sports Tourer. Mit viel Raum für gute Vibes. Mehr Infos auf seat.de. Ach komm.
das wird alles rausgekottet. Hab ich nicht vergessen. So, Leute. Wir sind wieder im Rennen. Nach diesem. Mal hört man gerade. Leute, ich war gerade noch Brötchen holen, einmal eben. Gerade auf Seite gefahren, ein Brötchen geholt. Und wieder haben wir ja auf die Auswahl ein bisschen Auswahl verpasst. Ich bin gebremst ab. Und ja. Brötchen war lecker, ja, kann man schon sagen. Boah, bin ich tanken. Ich glaube, was ich verdient, einmal zu tanken. 3 Euro bezahlt fürs Tanken. Leck mich am Arsch. Eigentlich können wir ganz viel Mist fahren, weil wir haben die Ecke nachher noch mit Mist zugefahren. Naja, kann da ruhig ein bisschen mehr Mist drauf. Mist vom Kroban drauf, nach dem kleinen Dünger drauf und nach dem ersten Mal Dünger drauf. Das war zumindest erstmal ein Plan. Gut, links ist frei, rechts ist frei, links ist frei und wir können gerade auch durch euren Vorfahrt gewähren. Balance. Alter, ich hasse diese Bordsteine hier. Links fahren. Kommt keiner, gut. Jetzt auch Fahrradfahrer acht geben. Ich muss den überholen. Den kleinen Mischsteuer, das ist schon irgendwie traurig. Ich gehe mal ein paar Meter zurück. Das ist besser. Das ist besser. Gut. Machen wir Motor mal an. Schrauben wir einen Bein direkt, das ist ein Sack. Ja. Und wieder abladen. Übrigens, Leute, soll ich auf dem Kanal hier immer noch Microsoft Flight Simulator bringen? Wenn ja, ich schreib's mal in die Kommentare. Jetzt kommt jetzt der Microsoft Flight Simulator X raus. Ich will mich überlegen zu holen. Will ich noch bringen oder würde ich gerne mal eure Meinung dazu wissen? Schaut damit in die Kommentare. Rest ist hochgeklappt, muss ich hoffe auch nicht mehr leer. Gut, der Gas voll. Das fällt nämlich auch gleich. Gut, dann regt er mal wieder
aus hier. Wieder umsteigen, den hier rein und wieder weiterfahren. Ist wie gesagt gar nicht gut auszumachen, den Trecker. Rechts fahren. Gut, da. Gut. Jetzt mal rechts rein. Das war. Ich noch nicht. Die Bahn ist noch leer. Warte. Alex rein und das war fertig. Aufklappen. Ich kann an meinem Tor fahren, das ist aufgemacht. Gut. Was halt fertig haben, Leute, ist Feierabend erstmal. Ich muss noch einen Kaffee trinken, nochmal. Wasser auffüllen, noch einen Kaffee trinken und dann fahren wir nachher noch Treschen. Hoffentlich. Ich hoffe, dass man was getroffen haben will. Wenn nicht, naja. Uah, ich bin gerade nämlich am Reifen, ach super. Das ist mir Hupen so interessant. Dreimal Hupen als Rückwärtsfahrt auf See. Naja, rufen wir dreimal, dann sieht er hinter uns wieder rückwärts fahren. Und machen wir uns den echt auch manchmal auf dem Hof, wenn jetzt mein Vater mit der Presse unterwegs ist und irgendwie am Rangieren ist und irgendwo einer rumrennt, dann hupt er dreimal, dann wissen alle das Bescheid. Auch Bescheid eigentlich. Zumindest die, die da rumrennen dürfen. Rumrennen so, Max, eigentlich rum noch rumrennen sollten. Eigentlich sollte keiner bei ihr drin sein. Wenn man zum Beispiel jetzt nachhaken wird oder was nachgeguckt wird, repariert werden musste. Oder auch noch beim Einrangieren in die Halle. Der Fan von sowas hier war. Oh mein Gott. Ich glaube, ein halber Streich hätte sogar gereicht. Das fällt noch, aber naja. Egal. Ist jetzt alles gedüngt? Screenshot noch gemacht. Ja. 9 Uhr gleich, ja. Kann man eigentlich machen. Was? Noch einfach noch einen Kaffee trinken und dann. Jetzt weiter aufs nächste Feld. Also dann die nächsten Arbeiten, hätte gesagt. Noch 2 Bahnen vorne vor. Weil ich misse hier vorne durch, aber ist jetzt nicht so schlimm. Nächstes Mal Seitenstreifen mulchen. Mal gucken, ob wir da mal was eventuell machen. So, Rahmenblinker an, einmal hupen. Weil auf die Straße fahren. Das ist auch ein bisschen wichtiger, meiner Meinung nach. In der Fahrschule auch dreimal hupen so. Für rückwärts fahren. Ich mal machen. Achtung, Bill. Erntemaschinen-Dauereinsatz.
Hier ist gerade keine Ernte, von daher eigentlich nicht so schlimm. Puh. Stellen den vor die Mistplattenhänger. Sind neben die Mistplatte. Draußen stehen ja volle Hänger noch. Gut, da. Aussteigen. Nein, auch hier aufmachen. Abkoppeln, gut, fertig. So Leute, ich würde sagen, wenn ich mal lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne beim nächsten Mal vorbei. Da werden wir dann ein bisschen andere Sachen machen. Mal gucken, ich denke mal, da wird es dann nochmal auf Mission hinauslaufen. Gucken, ob die Karte, was hier bisher aussieht. Eine verkehrte ist jetzt eine Mission. Ne, ich habe mehr da. Ja, da. Hm. Also, es hat noch keine Mission dann da. Eigentlich diese 8. Geahnt. Perfekt. So, ich denke mal, nächste Folge werden wir dann die Ballen abladen noch. Und dann, ja, ich denke mal, ernten wird heute nichts mehr, aber wir können so auf unserem Feld zumindest nicht. Sonst haben wir halt immer Kobern und so Sachen machen. Und wenn hier noch dann heute Abend Ballen sparen und pressen, alles, uns daran begeben. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und Abend vergessen. Ciao!